So. Schön viel Anlauf holen. Okay. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Aiden, das muss klappen. Yo! Wuhu! Oh, Zivilist getötet. Ey, das tut mir leid. Scheiße. Ey, sorry. Das wollte ich nicht. Fuck. Da habe ich jemanden platt gemacht. Habt ihr mich nicht fliegen sehen, Mensch? Hat er eine Waffe in der Hand? Nee, hat er nicht. Steck sie weg. So, ich will wieder einsteigen hier. Fuck, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ihr seht schon, GTA und sowas ist kein richtiges Spiel für mich. Ich bin da sehr gewissenhaft unterwegs eigentlich. Eigentlich, aber leider passiert hier schnell was in dieser Welt. Ah, na gut. Ich muss drüber hinwegkommen. 2 Kilometer noch. Jetzt wollen wir mal hier Gas geben, ein bisschen. Ich mach direkt die nächsten Leute platt. So viel zu meinem Gewissen. Oh, fuck! Weiter geht's. Kein Problem. Ich will einfach nur mal durchkommen hier. Jetzt geht's voran hier. Oh, angenehm ohne Polizei. Echt Wahnsinn. Ich hab's auch total verfehlt bei der Polizei da, als sie aus dem Stadion raus sind. Hätte ich mich irgendwie noch weiter rausschleichen müssen. Ich muss mal irgendwann nach rechts, sagt mir die Karte. Okay, dann machen wir das doch jetzt. Scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein. 1 Kilometer noch. Ah, ich bin auch falsch hier. Boah, hier könnte auch mal jemand Rasen mähen in den Gärten hier. Das ist hier ein bisschen das Slumviertel. So, hier rechts. Oh. Und dann da vorne. Geht eine Hauptstraße irgendwie, glaube ich, über den Fluss. Ah, das ist wieder die Brücke, das ist der Zug. Vorsicht. Komme ich hier irgendwie durch? Ah ja, hier, schau. Da hinten ist unser Ziel. Okay, schön auf Mittelstreifen fahren. Das kommt immer gut. Vermuten Parker Square, genau, hier habe ich die Tür gehackt. Alles klar. Ein Eiswagen. Nice. So, wir sind da. Ich parke hier mal ganz dreist auf dem Gehweg. So. Wir sind da. Oh. Nice. Videoservice. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hier? Das sieht aus hier wie ein Spielplatz. Ah, es ist auch ein Spielplatz. Okay, sehr schön. Da ist der Videoservice. Da ist die Straße. Okay. Es ruckelt etwas. Erreichen Sie Ihr Versteck. Gut. Das muss ja dann da vorne irgendwo sein. Genau, da sind wir richtig. Convenience Store. Ich will kurz hier auf dem Spielplatz spielen, Mensch. Nee, komm. Dann wollen wir mal reingehen. Da oben kann ich irgendwas machen. Sprengen auch wieder. Ich kann so viel Kram machen. Sprengen, warum? Warum soll ich das dann sprengen wollen? Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Denn ich muss auch mal speichern. Wie ist das jetzt mit dem Speichern jetzt? Nee. Ich muss mich schlafen legen. Air-conditioned Oil Motel. Das Oil Motel. Ah, ja. Er erhöht sie einfach. Und dann, ich meine, glaubst du, ich lese die Rechnung nicht, bevor ich sie bezahle? Ich lese sie also und denke mir, was? Warum sagst du mir nicht, dass du meine Rate erhöhst? Pisser. Okay. Die reden hier Englisch und Deutsch gleichzeitig. Ich reiste kürzlich nach Las Vegas. Haha, ich auch. Alter 20, mit 20, nicht schlecht. So häufig online nach Widerstand. Okay, was auch immer das heißen soll. Ach, ist das cool, hier mit den Leuten zu, hier die Auskundschaften. Nicht schlecht. Ich muss mal hoch. Wo geht's denn hier hoch, bitte? Mag mir einer mal den Weg erklären? Obere Etage, ah, das ist ein Geldautomat. Ah, ja, hier geht's hoch. Schauen wir kurz beim Geldautomat hier vorbei. Da geht aber nichts. So. Echt schön detailreich, die ganze Gegend. Ich würde mir trotzdem gerne Ego-Perspektive wünschen. Aber das Einzige, was egomäßig geht, ist das hier. Und so darf ich nicht rumlaufen die ganze Zeit, das ist ein bisschen lästig. Aber so kann man sich schön hier die Umgebung anschauen. Scheiße, seht ihr das? Ja! Steck die Waffe weg. Ich will nur in meine Wohnung, bitte. Kein Stress. Trafostation, Notarin, okay, sie kann ich hacken. Ach, alle Leute, die ein Handy ausgepackt haben, die kann ich hacken. Notarin, 23, Beruf, Platzanweiserin.
Hacken wir sie mal. Bankkonto, Konto 40, Zugriff über Geldautomaten. Ah, jetzt kann ich hier quasi ihr Geld klauen. Sprengen. Da jammert doch jemand. Ist da jemand in Gefahr? Oh, liegt da einer? Nee. Ich dachte, da lag ein Penner oder so. Okay, hier geht's rein. Nice. Home sweet home. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Erreicht sie, Versteck erledigt. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Skillpunkt erhalten, mit Fähigkeitsbaum öffnen. Okay. Alles klar. Hacken. Gut, ich kann hier gar nichts auswählen. Ich kann nur dieses Hacken auswählen. Tore und Garagen, diese Fähigkeit wirklich für einen Punkt erwerben? Nein. Muss ich machen. Tore und Garagen, X halten, um Türen und Garagentore zu öffnen, um zu schließen. Ah, das ist sehr nützlich auf der Flucht. Das könnte uns in Zukunft helfen. Verstehe. Links unten sehen wir ein Beispielvideo. Ah, das ist recht nice. Okay. Coole Sache. M. Links navigieren. Okay, alles klar. Ich verstehe. Hacken. Kampf. Okay, das ist unser Skillbaum quasi. Fahren. Hacken. Kampf. Hergestelltes. Okay, alles klar. Gut. Nice to know. Am Ende des 8. Akt 1. Mission beendet. Notebook-Schwachstelle erkannt. Oh Gott, diese vielen Einblendungen. Gehen Sie ins Schlafen. Ruhen Sie sich in Ihrem Versteck aus. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tageszeit. Ihr Fokus wird aufgefüllt und das Spiel wird gespeichert. Außerdem wird Ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt. Während laufender Mission nicht verfügbar. Alles klar. Hängen wir erstmal das Notebook, das hier komischerweise in unserer Wohnung zu stehen hat. Abgefangenes Audiolog. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordy Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Okay, NPS 05, Audiodatei abspielen. Nee, passt ja, ist ja gut. Haben wir jetzt gehört? Was war das? Mit CTOS ist verbunden, Systemschlüssel. Herstellungskomponenten für einmal Hacks. Okay, was das Ding ist, das verstehe ich echt nicht. Wird einem nicht erzählt auch, was das ist. Hier hat Aiden wohl irgendwie, die Verbindung gesucht. Seine Nichte ist es übrigens hier. Mit dem Schaf. Kann ich mal hier... So, ne? Schatten im Weg hier. Also rechts die Nichte, die wohl gestorben ist bei diesem Anschlag. Da ist Jordy. Und Maurice haben wir jetzt gefangen genommen. Bin ich mal gespannt, da kommt es bestimmt nochmal zu einem Verhör oder so. Da kann ich schlafen gehen, alles klar. Steck das Handy jetzt mal weg hier. Was haben wir hier noch? Elektrische Teile. Nehme ich mit. Warum habe ich denn hier drin meine Maske auf? Das ist doch mein Versteck. Microwave. Oh, das Bad. Was diese chemischen Komponenten braucht, frage ich mich auch. Ach so, natürlich, um irgendwas... Ey, warte mal kurz, wie war denn das? Nee, App nicht verfügbar. Hier. Kann ich aber auch nichts machen jetzt, ne? Nee.
Hier kann ich, komm, ich kann drei von den Dingern herstellen. Eins. Aber ich will mal was anderes herstellen. Wie sieht's denn aus? Kann ich da nicht wählen? Ich kann bisher nur die Köder hier herstellen. Na gut, mache ich das einfach mal. Haben wir einen kleinen Vorrat an Ködern? Kein Spiegelbild. Oh, enttäuschend. Oh, schlecht. Ich dachte, ihr Hammer-Grafik, Mensch. Toilette. Sehr schön. Garderobe. Ach, schau her. Eine Garderobe. Wuhu, okay. Brieftasche, Rächer. Nee, ausgerüstet. Tja, nichts in der Garderobe drin. Blöd. Da muss ich einkaufen gehen. Wurde uns ja schon gesagt. Angezeigt. Wo ist denn hier der Ausgang eigentlich? Hier geht's raus, ne? Ja. Ich vermute mal. Okay, dann gehen wir schlafen. Das ist, was hat denn hier auf dem Bett alles rumzustehen, hey? Wahnsinn. Wie kann man denn da gemütlich schlafen? Benutzen. Wie denn? Mit X? Nee. X ist immer das hier. Y. Zeit am Wecker. Ah, okay, die Zeit einstellen. Wert ändern. Schlafen. Ja, mal. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir direkt haben. Haben wir, ich meine, ich habe irgendwo eine Uhr gesehen. Oder nicht? Auf dem Handy, aufs Handy kann ich auch nicht schauen. Die Uhrzeit. Warte kurz, oder? Nee, Smartphone. Autoabruf nicht verfügbar. Navigieren. Oh Gott, dieses Menü. Dieses Menü, hey. Das soll einer verstehen. Jesus Maria. Bestenliste und der Pass. Okay. Egal. Dann schlafen gehen. Komm. Stehen wir um 7 Uhr auf, dann ist früh morgens. Passt. Egal. Okay, das ist natürlich hart. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Okay, eine krasse Rückblende. Ja, Maurice, also ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, ich hätte ihn abgeknallt, als ich die Chance dazu hatte. Also gut, wir hatten keine Kugeln in der Knarre, aber ich wäre jetzt auch ziemlich pisst, wenn ich Pierce wäre. Okay, dann werde ich jetzt mal einen Session Break machen, den allerersten. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid nach dem Cut oder im nächsten Part wieder mit dabei. Bis dann. Ciao, ciao. Thank you.